Ja, leider muss ich jetzt noch kurz euch was halt mitteilen, bevor wir gleich rausgehen an die Autos. Ab diesem Video haben wir jetzt leider nicht mehr Pascal hinter der Kamera stehen. Es hat halt nicht mehr bei uns so aus persönlichen Gründen alles funktioniert. Und ja, da müssen sich jetzt hier leider so die Wege trennen. Alles ist gut, alles ist völlig entspannt, gell? Nichtsdestotrotz machen wir trotzdem weiter mit der ganzen Sache, gell? Ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, dass wir die Sache jetzt sein lassen oder willkürlich losrennen und jetzt irgendwelche wilden Kameraleute suchen. Wir haben jetzt bis dato gerade die Christina hinter der Kamera. Werden mich, denke ich mal, auch schon viele Leute kennen. Die hat jetzt letzten Wochen, Monate relativ geile Bilder auch gemacht. Alles sich so selber angeeignet. Vorher hat sie jetzt nicht immer so Autos fotografiert. Das ist auf jeden Fall mega gut. Ich bin sehr froh, dass sie das jetzt macht. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Wir machen auf jeden Fall wie gewohnt weiter. Ansonsten bin ich ein bisschen traurig drüber, weil mit Pascal ist eigentlich immer alles super funktioniert. Die Videoqualität, wisst ihr alle selber, war mega genial. Da gibt es nichts drunter irgendwie abzustreiten. Und ja, wenn jetzt dieses Video oder die nächsten Videos vielleicht nicht so von der Qualität sind, nehmt es uns nicht übel. Wir versuchen trotzdem das Beste rauszuholen. Wir machen weiter mit den Videos. Gell? Selbst wenn ich irgendwann alleine in der Werkstatt stehe und mit dem Selfie-Stick rumrenne, werde ich jede Woche Sonntag ein Video hochladen oder Stahlwerks, gell, geht ja nicht um mich, ich bin ja nur der Frontmann, der vor der Kamera sitzt. Ja, ich würde sagen, genug des Palaver. Wir greifen jetzt voll an und rupfen die andere Sonne raus aus dem Corrado. Wir sind online. Hallo, schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stahlwerks. Wir haben heute mal vor, dass wir mein Corrado mal wieder ein bisschen unter die Lupe nehmen. Wie wir vor ein paar Wochen immer mal so angesprochen, wollen wir heute die Antriebswelle wechseln. Auf der rechten Seite, die dicke Welle fliegt endlich mal in Schrott nach Jahren. Wir schauen nochmal kurz das Fahrwerk an. Inspizieren noch das Fahrwerk von meinem B7, das ist jetzt auch schon ein gutes halbes Jahr drin. Wer uns immer verfolgt, weiß, dass wir da auch Fahrwerk angebaut haben und nur eine Seite versiegelt haben. Und mal gucken, was wir noch so Schönes heute einstellen. Seid gespannt. So sieht der Kollege aus, ganz typische Antriebswelle. Wir zeigen euch gleich die verbaute Antriebswelle. Die Sache habe ich bei Mapco gekauft, kostet 190 Euro, gell? Mit Gelenken dran, passend für Corrado G60, 2er Golf, ich glaube sogar im 3er Golf stand sogar mit da, auch mit GTI-Motor, die haben nämlich den 100er Flansch hinten. Und wir knüppeln die schnell raus und dann sehen wir uns wieder. Wir haben ja letztens erzählt, gell, wir haben schon eine Abgasanlage gebaut. Hier sind unsere schönen fetten Schweißnähte von unserem kleinen Freund, Stevie. Hier, guckt ihr das an? Ah, das ist schon ganz schön warm geworden, die 10 Minuten. Wunderschön! Und auch vielen Dank wieder mal an Arlos. Das ist good quality. So, hier vorne zum Problem eigentlich. Guckt's euch an. Das ist die Maschine kaputt. Ungefähr seit, glaube 2 Jahren oder so schleift die Welle schon daran. Wie gesagt, ich fahre sehr selten mit dem Corrado. Habe es bis jetzt immer so, naja, geht schon, aber es hat sich jetzt doch immer irgendwie ein bisschen gesetzt. Ich habe halt jetzt auch auf Einschlag den Zossen runtergedreht. Nochmal, ich glaube, vor irgendeinem Treffen. Und jetzt ist es halt wirklich nicht mehr fahrbar. Bei jedem kleinen Bodenwäldchen oder selbst wenn du, glaube ich, Rechtskurven fährst, da drückt die Welle ein bisschen nach oben, schleift die dauerhaft. Ja, man könnte jetzt halt auch ganz grob hier so ein Cut reinschneiden. Bin ich aber kein Freund von, deswegen gibt es jetzt die dünne Welle. Gut, ist ganz simpel hier, 2, 3 Schrauben raus, Antriebswellenschrauben raus, dann ist das Ding draußen. Flott. Okay. So, wir haben hier hinten eigentlich noch eine Spange drauf, die das Gelenk hält. Dadurch, dass der Koffer aber doch ein bisschen tiefer ist, drückt es das Gelenk zu weit ins Getriebe rein. Und wenn man dann fährt und das lenkt, zerheimatet die Spange.
Hier wirklich drin. Hier ist der Rest von der Spange. Guckt euch das an. Wartet, hier. Siehst du sie, Christine? So. Yes. Die sitzt eigentlich, wie gesagt, hier hinten drauf. Die Welle ist dünner und kürzer. Ja, sieht man ja ganz klassisch, gell. Denk mal, da können wir auf jeden Fall noch ein Stück tiefer fahren. Auch noch Tubenfett dabei. Neue Schraube für vorne. Das Einzige, was wir jetzt noch wechseln, sind die Schrauben hinten. Alter! Scheiße, ist der nicht sauber? Ich bestelle einen neuen. Der Steve, den müssen wir abbauen. Übrigens habe ich den Messschieber sofort gefunden, weil Stevie sein Werkzeug, Rollkoffer oder so. Werkstattwagen. Rollkoffer. made by Stahlwerks. Ja, da ist immer alles aufgeräumt. Das ist so wie bei uns. 2,5 cm. So, und die alte? Platt 4. Naja, wie viel haben wir da eine Differenz? Ja, Jon, das ist eine gute Frage. Eieiei, rechnen. Schreibt es in die Kommentare. Grob jetzt für eine Stunde hat es ungefähr gedauert, gell? Da ist die Welle mal schneller Hand gewechselt. Muss dazu sagen, Querlenker sind alles neue Querlenker drin, also das hatte ich erst alles vor kurzer Zeit alles auseinander. Ansonsten dauert so vielleicht 5 Minuten länger, wenn man ein bisschen länger auf dem Querlenker rumhauen muss mit einem Hartgummihammer. Die Welle, wie gesagt, jetzt ein bisschen dünner. Wir werden das mal gleich beobachten, wie das aussieht, wenn wir es einfach runterlassen. Zu der Sache hinten noch, was wir ein Problem haben, dass der Corrado wirklich nicht tiefer fahrbar ist, weil hier oben der Reifen schleift. Gell? Seht ihr das? Das ist schon richtig crazy durchgeschliffen. Da machen wir jetzt auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen mit Steve zusammen. Den Innenradkasten ein bisschen weiter nach oben. Mit der Sache eindengeln oder mit dem Hammer davor hauen. Also bin ich nicht so Freund von, wie gesagt. Wir machen das lieber ordentlich mit Blech, versiegeln das ordentlich, den ganzen Spaß, dass wir halt ein bisschen tiefer fahren können. Des Weiteren könnt ihr mal das Fahrwerk anschauen. Ja, das ist jetzt wirklich schon seit 5 Jahren drin. Hier ist halt noch ein bisschen wenig Vorspannung drauf, weil es wirklich sehr tief eingestellt ist. TR Technics preislich sind wir hier gleich bei 190 Euro gewesen und 199 Euro vor 5 Jahren. Also das Fahrwerk ist wirklich 5 Jahre verbaut. Vorderachse sieht eigentlich genauso aus. Ja. Gut, hier oben ist der Dämpfer, glaube ich, ein bisschen undicht, schwitzt da ein bisschen. Aber okay. Gut, okay. Nur Sommerbetrieb, kein Winterbetrieb. Nur Volllast. Nur Volllast? Gar nicht. Ja, werde ich jetzt, denke ich mal, auch die nächsten Monate tauschen in den Low-Tech Mega-Low-Fahrwerk. Und damit der ganze Zoss noch ein bisschen tiefer ist. Ich will hoffen, dass es tiefer wird, dass es erfahrbar ist. Wir machen jetzt die 18 Zoll Felgen drauf. 18 Zoll, gell? Müssen wir überlegen, 18 Zoll Felgen auf den Corrado. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Ja, Leute. Ich finde es geil so. Ich hatte Angst wegen der Farbe. Also die Felgen sind nur grundiert, da ist aber nicht Farbe drauf, weil ich nicht wusste, was für eine Farbe ganz geil wäre. Wir denken mal, wir laufen gleich nochmal eine Runde rum. Da könnt ihr mal dazu euer Feedback geben, ob ihr lieber die 18er ganz cool findet oder die 17er in Hochglanz poliert. Die Felgen sind übrigens von einem Kumpel, Understatement Works, der kam extra zu uns gefahren, gell? Eine richtig weite Strecke, um uns die Felgen zu bringen, weil ich keine Zeit hatte hochzukommen. Nochmal vielen, vielen Dank, gell? Wir hatten ja auch recht entspannten Tag, wo er hier war, war ganz cool. Ja, wir laufen mal eine Runde rum. Ja, ich weiß nicht, das sieht schon auch ganz geil aus, gell? Gar keine Frage. Aber habe ich, wie gesagt, auch jetzt schon so mit den Felgen, ich glaube auch schon seit 3 oder 4 Jahren, das ist auch ganz gut. Vorher hatte ich Borbet A-Felge, ganz klassisch bei einem VW Corrado, aber da kann man halt nicht so schön tief fahren. Gell? Hinten mit der neuen J sah halt der Arsch mega sexy aus. Jetzt bin ich inzwischen, hier da haben wir die 185, 35, 17 drauf. Drüben ist noch 165. Phil, 35er Höhe. 35er Höhe, gell? 18 Zoll. Das ist natürlich sehr geil. Nee, jetzt glaube ich auch nur 35. Ich kann sagen, deswegen. Das ist eine 35er. Warte, er guckt. Aber man sieht sich, kommt da mit. Guckt euch das mal. 165, 35, 18. Das ist schon echt sehr, sehr mini.
Also, ich sag nur eins, ich hätte die Investition wahrscheinlich schon vor 2 Jahren machen müssen, aber ja, wie es halt immer so ist, gell? Mal hinterher bist du immer schlauer. Also, wir haben jetzt hier noch vollen Umfang von meiner Hand, wo man hier schön drum greifen kann, gell? Das Auto ist, wie gesagt, eigentlich haben wir unsere gute Viersambühne. Das ist echt fett. Ich freue mich sehr. Habt ihr das schön gesehen? Sehr, sehr gut. Also es ist wirklich sehr, sehr gut, weil können wir jetzt locker nochmal einen Zentimeter tiefer fahren vorne. Ihr könnt ja mal in die Kommentare noch reinschreiben, wer Bock hat, welche Felgenfarbe ihr empfehlen würdet. Gell? Ich glaube, groß fahren werde ich die Felgen nicht im Alltag. Maximal, wenn wir auf einem Treffen fahren, weil der Reifenquerschnitt ist echt das allerletzte. Also brauchst du eine Bodenwelle, wo du nicht aufpasst, oder einen Schlag noch, wo es dir dann, glaube ich, komplett die Felge zerballert. Das ist schon sehr, sehr eng. Ich bin aber abgehauen. Wir haben jetzt überlegt, weil die Beifahrerseite sieht wirklich noch sehr gut aus, sehr neu, wunderschön. Hier ist ein bisschen Rost. Also das Fahrzeug wird wirklich jeden Tag bewegt. Wir haben jetzt nicht so einen krassen Winter, gell? Wann haben wir es denn eingebaut? Was denkst du? Ich weiß nicht, wann es war. Ich glaube, ein halbes Jahr, das Fahrwerk jetzt drin. Gell? Hier hat schon einen leichten Rostansatz an dem Verstellgewinde. Ich würde jetzt aber behaupten, das lässt sich auf jeden Fall nochmal lösen, dass man es einstellen kann. Hier oben haben wir schon ein bisschen Rost, weil die Vorspannfeder sich da oben schon so immer aufeinander liegt. Gell? Wir gehen mal auf die andere Seite. Ihr werdet einen Schreck bekommen. Die andere Seite sieht jetzt mal wirklich aus wie schon 3 Jahre verbaut, 3 Jahre drin. Gell? Aus dem Grund, hier ist das Hohlraumwachs drauf und natürlich hat sich erstmal der ganze Dreck abgesetzt, der ganze Keim. Jetzt nehmen wir einfach mal einen stinknormalen Lappen mit ein bisschen Bremsen rein. Also so hätte ich es jetzt auch gemacht, wenn ich jetzt das Fahrwerk nochmal einstellen hätte wollen. Gell? Erstmal macht man hier die Sache schön sauber, hier das Gewinde ein bisschen. Und dann sieht die Sache wirklich unter dem einbeschmierten alles wirklich aus wie neu. Hier oben haben wir auch die Sache mit dem Rostansatz schon. Okay. Ja. Was soll ich sagen? Viel gebracht hat es nicht. Wir haben echt viel drauf geschmiert. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass es besser ist. Gell? Vielleicht wirkt das dann oder hilft das dann auf längere Zeit, wenn das Fahrwerk länger ein bisschen Salzwasser ausgesetzt ist oder Schnee und Graupel. Ich versuche trotzdem nochmal die Sache zu lösen, ja, um euch auch nochmal zu zeigen, ob es sich wirklich noch löst oder nicht. Beifahrerseite ist die nicht eingeschmierte Seite mit Hohlraumkonservierungswachs, speziell für Metallbauteile und irgendwas. Gell? Drüben, Fahrerseite, haben wir eingeschmiert. Und wie gesagt, die habe ich gerade kurzerhand einfach gelöst und die Sache lässt sich wirklich spielend einfach verstellen und drehen. Drüben die Seite ist bombenfest. Hier geht gar nichts. Ach, da geht echt nichts. Ich versuche es mal jetzt einen Drehmoment. Ich schwitze euch ganz wie eine Sau, gell? Es ist brütend heiß hier drin. Also wir haben jetzt wirklich mit dem großen Verstellschlüssel und dem großen Drehmoment die untere Sache jetzt locker bekommen, den unteren Verstellteller, wie ihr seht. Aber der obere lässt sich wirklich kein Millimeter drehen. Also Fazit von der ganzen Sache, wo wir jetzt hier noch ewig rumtüdeln, weil ich will es mal wirklich hoch oder runter drehen, schmiert eure Fahrwerke mit Hohlraumwachs ein, mit irgendeinem Fett, gell? Kontert die Sache ordentlich, aber nicht zu fest. Gell? Ich bin mir sicher, ich habe beide Sachen gleich gekontert. Ich habe jetzt nicht mit Absicht die Seite jetzt halt fester angekontert. Aber die Sache Hohlraumwachs bringt wirklich was. Macht das. So, wir stecken jetzt die 19 Zoll drauf, weil es wird irgendwann mal Zeit für Sommerräder. Die Windräder jetzt genug runtergerockt. Vielleicht gibt es auch mal bald eine neue Bremse. Die sieht auch sehr, sehr scheiße aus. Wir hoffen noch, dass vielleicht noch bis Ende der Woche Reik sein Auto kommt. Gell? Ansonsten sage ich an dieser Stelle hier schon mal ciao,
fast, ciao. Gibt leider keinen Punkt, gell? Aber ihr habt trotzdem relativ viel zu tun mit den Kommentaren, die ganze Sache zu verarbeiten. Wir sagen mal jetzt tschüss. Was denkst du? Kommt das Auto noch? Ich gehe davon aus, dass ich da jetzt hier beeilt. Die haben das letzte Woche Freitag abgeholt, also Freitag vor dem zweiten Mütterseeteil. Und ich denke mal, das sollte klappen, dass das jetzt in den nächsten 2 bis 3 Tagen hier erscheint, das Auto. Und dann hoffen wir mal, dass nichts Schlimmes kaputt ist und einfach nur irgendeine Dichtung oder irgendein Stecker. Ja. Falls einer hier in der Nähe ist, innerhalb Umkreis von Gotha und sich damit super auskennt, kann er gerne sich mal melden. Bis dahin ist Auto schon wieder repariert. Bis Sonntag. Nee, wir geben uns Mühe, gell? Ansonsten, vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Und ich denke mal, das sollte klappen, dass das jetzt in den nächsten 2 bis 3 Tagen hier erscheint. So, Raik, deine Eier sind wieder da. Alles gut, bist wieder vollständig ein Mann. Raik, dein Auto ist wieder da, habt ihr gerade gesehen. Wir müssen schon mal schneller die Haube gucken, der sieht irgendwie komisch aus. Irgendwie so heiß gewaschen, aber kein Plan. Sieht aus wie die Lichtmaschine von meinem Auto. Ja, mehr sind wir da. Nee, Spaß beiseite. Wir müssen uns jetzt wirklich beeilen, weil der Ben steht nämlich draußen und es fängt mörderlich an zu regnen. Aber ich kann eine solche Kamera nehmen und filmen, damit alle mal Christina sehen, wie es heute aussieht. Ja, Christina, wie es heute aussieht. Da haben wir doch eine kleine Beachparty vor uns. Der Pool wird gerade gefüllt, der Regen. Das ist, ich hätte einen. Hast du einen? Ja, ja. Heute fällt es definitiv schwerer, in die Linse zu gucken. Gibst du da mal kurz rein? Ich hole das Auto. Soll ich mal kurz filmen? Damit ihr wisst, wie man keine Penisbilder mehr schicken soll. Yeah. So, wie ihr seht, haben wir jetzt hier schon einen leichten Ölfilm am Unterfahrschutz. Okay. Wir werden die Sache jetzt aufklären und die Wanne abschrauben. Also das, was du dachtest mit dem Steckerreik, ist schon mal nicht. Das ist der Stecker so. Kommt aus dem Wandler. Mhm. Also ihr seid gerade übrigens wirklich voll live dabei. Wir gucken gerade zum ersten Mal hier rein. Und heute ist Freitag. Okay. Das Video kommt am Sonntag raus. Christina gibt alles. Was willst du damit machen, Raik? Na, wir gucken, ob überhaupt noch was drin ist. Also Raik hat hier gerade per Telefon-Ferndiagnose. Ein Mercedes-Spezialisten dran, der von dem Betrieb Ahnung hat. Wir starten jetzt mal und mal gucken, ob dann das Öl rauskommt, was jetzt im Drehmomentwandler hängt. Gut, wir starten.
Naht, ist es bläulich? Nee, das ist nur die Schweißnaht. Also sieht nur so aus. Das sieht nur so aus, nur das ist nur die Schweißnaht. Aber jetzt läuft es wieder ausgemacht. Jetzt kam es hier vorgelaufen. Macht der Mann jetzt noch Geräusche? Hat er jetzt gerade Geräusche gemacht? Nee. Das macht er dann erst, wenn er bis zum Arm geworden ist und du halt dann gefahren bist, relativ ruhig. Dann hat er dann halt wie so ein Zorn gehabt die ganze Zeit. Aber es schaltet alles normal und er fährt butterweich an. Ja, es funktioniert alles. Zorn ist aber eigentlich, definitiv die Pumpe. Und Ölstand ist in Ordnung. Ölstand haben wir noch nicht kontrolliert, aber es ist jetzt nicht so viel raus, dass ich sage, dass zu viel Öl fehlen könnte. Gell? Weil die Wanne ist jetzt nur leicht benetzt unten gewesen. Ja, aber der kann ja Schleichen verlieren. Ja. Also wir können mal nachmessen. Ja. Also wir haben jetzt das Problem, dass Raik sein Öl wechseln lassen hat von einem Bekannten und noch ein paar Steuerventile im Getriebe, dass es besser schaltet. Das hat alles funktioniert, dann hat es zwischendurch ein zochendes Geräusch gemacht, wir haben nochmal Getriebeöl nachfüllen lassen, sind dann an den See gefahren, haben dort unsere 2-3 Burnouts gedreht, danach hatten wir auch wieder ein zochendes Geräusch. Ich war der Meinung, es kommt gleich von der Servopumpe, dies war jetzt leider nicht so, jetzt haben wir Öl verloren. Und Fakt ist, dass der Wandler vor der Pumpe sitzt, zwischen den Getriebegehäusen, und dass der Wandler durch die Drehbewegung die Pumpe zerstört und dabei geht er im Dichtring drauf, der Summerring, der zwischen der Pumpe und dem Wandler sitzt, und deswegen verlieren wir, wenn das Auto läuft, Getriebeöl. Das ist Fakt. Ja. Nächste Distanz jetzt, dass wir die Sache auf jeden Fall ausbauen, wahrscheinlich zum Tim schicken, weil der hat uns jetzt echt richtig geil geholfen, der hat richtig Plan von der ganzen Sache, und die Sache reparieren, weil verkaufen steht nicht zur Debatte. Okay. Gut, okay. Jetzt verabschiede ich mich nochmal. Wir haben, denke ich mal, trotzdem ein richtig geiles Video gemacht. Auch vielen Dank an Christina, die Vollgas gegeben hat. Alles zum Besten versucht hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Okay. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin. Vielen Dank.